Auch 2018 führten der Kreisverband Potsdam-Mittelmark und die Linken der TKS-Region ihren in ironischer Selbstbetrachtung Ball der roten Socken getauften Neujahrsempfang durch. Wir müssen auch was zu den roten Socken sagen. Richtig. Die roten Socken, das ist einfach ganz einfach entstanden, weil der Peter Hinze damals im Wahlkampf gedroht hat, die roten Socken würden die Herrschaft in Deutschland übernehmen und hat damit Panikmache betrieben. Und es hat dann so gut gefallen, der Begriff rote Socken, dass man damals sozusagen selbstironisch gesagt hat, da machen wir auch einen Ball der roten Socken. Und bei dem Namen ist es geblieben und bei vielen neuen Zugezogenen, die finden es mittlerweile schon toll, diesen Namen. Weil der ist eine Marke und das hat sich etabliert. Was haben sich denn die roten Socken für 2018 vorgenommen in der Region und in Mittelmark? Wir haben uns vorgenommen, fleißig weiterzuarbeiten, wie in den anderen Jahren zuvor auch, ehrlich und zielstrebig in unseren Kommunen zu arbeiten, auch im Kreistag zu arbeiten, vielleicht wieder einige Erfolge einzuholen, wie wir es im Kreistag geschafft haben, dass wir auch über Parteigrenzen hinweg mit allen Fraktionen gemeinsam Anträge durchgebracht haben, was wir in den Kommunen ja sowieso machen, da arbeiten wir mit allen zusammen, da geht es immer über Parteigrenzen hinweg und diese bewährte Arbeit wollen wir weiterführen. Viel Erfolg und vielen Dank. Ja, danke. Über 200 Gäste folgten der Einladung. Unter ihnen auch die Bundestagsabgeordnete der Linken Anke Domscheit-Berg und Vertreter der Fraktion in der Kleinmachnower Gemeindevertretung. Prost! Und danach ist dann das Buffet eröffnet und guten Appetit!